Ja, wäre ein toller Stellplatz gewesen. Wenn nicht gerade eben ein Motorrad zweimal vorbeigefahren wäre. Obwohl, dadurch habe ich den Sonnenaufgang erlebt. Aber ich bin hundemüde jetzt. Es ist zu früh für mich. Wenn ich jetzt schon wach bin, dann fahre ich jetzt zum... In 200 meters, turn right. Dann fahre ich jetzt zum... Southwest. Dann fahre ich jetzt zum See runter. Oh, mein Gesicht ist ja ganz rot. Das ist jetzt vom Sonnenaufgang, oder wie? Krass. Der See. Also, ich habe ihn nur gestern Abend auf der Karte gesehen. Ab 9 Uhr mit Parkschein. Ja, ich habe. Your ja. Destination is on the left. Es ist ja erst 7 Uhr. Oh, schöner Nebel. Da ist noch Nebel auf dem Wasser. Das ist ja hübsch. Ich nehme jetzt ganz wenig Zeug mit, weil nicht, dass es weg ist, die schöne Stimmung. Nur ein Handtuch und ein neues Kleid. Da hinten hört man irgendein Auto. Wenn ich schon um 7 geweckt werde, zum Sonnenaufgang. Stimmen, aber es ist weiter weg. Steht mein Auto. Der Motorradfahrer ist hier zweimal vorbeigefahren. Wie um zu sagen, jetzt steh auf, sonst ist der Nebel weg. Schaut doch super aus. Wie schön. Das ist natürlich typisch Allgäu, gell? Die Kühe werden über die Straße getrieben.
Richtig nett. Goldig. Sehr, sehr goldig. Na, jetzt sind sie aber fast drüben alle. Jetzt sind sie drüben. Ah, ne, eine ist da noch vor dem Auto. Oh, wie niedlich. Das sind sie alle. Da laufen auch Kühe am Radweg. Super, super. Das ist jetzt natürlich totaler Zufall. Ich habe nach einem kostenlosen Parkplatz gesucht in diesem Ort und es gibt keinen. Und dann finde ich hier eine Lademöglichkeit mit langsamem Laden. Das heißt, ich muss hier sowieso 2 Stunden stehen bleiben und es passt. Mit eigenem Kabel und mit Karte. Gut. Dann packen wir mal das Kabel aus. So, und ich fahre immer zuerst am Auto. Sicher bin ich nicht. Und welcher ist es? Weiß ich auch mal nicht. Das sehe ich ja gleich. Kann ja nur einer passen. Und ich muss erst mal entknoten. So, schon mal. Und wow, das ging ja jetzt sehr gut. Schauen wir mal drinnen, ob es wirklich funktioniert hat. Ja. Öfter darauf achten, wenn ich einen großen Parkplatz nutze, dass ich auf den Schatten aufpasse. Es ist nämlich da hinten im Eckschatten und
und ich parke um Klimaanlage zu sparen. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade drüber nachgedacht, warum ich eigentlich immer so viel Zeit verliere. Und ja, das eine ist eben, dass ich jeden Tag neue Plätze suche. Und das andere ist, dass ich dauernd hin und her räumen muss. Normal, klar, in der Wohnung hat man auch, was weiß ich, die Geschirrspülmaschine auszuräumen. Und man hat vielleicht einen Stapelteller vorne und einen Stapelteller hinten. Und wenn man die hinten hinstellen muss, muss man den vorderen Stapel rausnehmen. Solche Dinge hat man auch manchmal. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfacher, an die Sachen hinzukommen, wenn man Schränke in einem Zimmer hat, als wenn man so wie ich Körbe im Fußraum hat. Und der Tisch passt ja auch nicht 100% auf den Beifahrersitz. Ja. Ist halt ein bisschen schwieriger, hier Ordnung zu halten.